Mein Name ist Matthias Böhm. Ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Saarland. Wir sind hier auf dem Ponyhof in Büttelborn, hauptsächlich tätig in der Ausbildung junger Pferde, Turniervorstellung junger Pferde, über Stangen galoppieren, über Cavalettis reiten, für Rhythmusübungen vorneweg dreimal die Woche. Springen, richtig springen in der Turniersaison oder hochspringen zu Hause in der Turniersaison so gut wie nie. Ich lege auch viel Wert drauf auf die Haltbarkeit von einem Pferd und auf die Gesundheit von einem Pferd. Ich habe mir jetzt eigentlich ein Pferd ein, was so mit Abstand immer mein Lieblingspferd war. Das war die Crazy Anke. Die habe ich gekauft, 2016, Anke kam zu ihrem Namen. Die Besitzerin des Pferdes damals, die Vorbesitzerin, war die Anke. Für uns im Stall und die war halt wirklich ein bisschen crazy. Und dann kam so ein bisschen der Stallname von meiner damaligen Pflegerin, die Anke. Die damalige Besitzerin gefragt, ob das für die okay ist, habe ich sie halt als Crazy Anke auch eintragen lassen. Ja, die bleibt einem schon immer in Erinnerung.